9 mm. Was ist eigentlich hier? Was erwartet uns hier? Hä? Kommen wir denn jetzt? Geh noch weiter. Ja, die andere Richtung vom Ring. Magnum-Munition. Alter, das ist geil. Das ist richtig gut. Aber jetzt haben wir schon wieder keinen Platz mehr. Ich will damit nicht rumlaufen. Ich laufe hier ganz mit so einem Gewehr rum. Wie schön ich das immer alles aufbaue. Und am Ende habe ich bestimmt mega Waffen und habe nichts davon benutzt. Das ist ja das Problem bei Resident Evil, dass man keine Munition hat. Was gibt's hier so? Alles ist eng zusammengepackt. Hier sieht's aus wie auf der Müllkippe. Also wie bei dir zu Hause. Ich geh jetzt einfach nur wieder hoch. Hier kommst du bestimmt zu der Tür, die von innen verschlossen ist. Ja. Das wäre schlecht, weil... Doch, dann laufe ich einfach wieder darum zurück. Sieht so aus. Das ist genau die Tür. Oder? Wir haben die Tür aufgeschlossen. Ja. Und dann können wir auch so wieder zurück. Oder? Sehr gut. Dann gucken wir nochmal oben und dann gehen wir wieder zurück zum Safety Room und packen erstmal alles in die Truhe und dann benutzen wir den Residenzschlüssel. Alter, wir sind die besten Menschen der Welt! Ich? Hä? Wir haben das Wasser aber abgelassen! Du kommst jetzt wieder durch die Tür. Weil du hast die auch. Dazu ist die nur. Faker Shit, ey. Das war echt krass. Wusstest du, dass Claire mit Robert Pattinson einen Filmdreh gehabt? Filmdreh hat? So ein scheiß Liebeskack? Wow. Das ist zum Kotzen. Die spielt auch bei Fock Nebel des Grauens mit. Die arme Claire. Na gut, ich würde auch bei einem Scheißfilm mitspielen, wenn ich Geld dafür kriege. Also wollen wir es eh nicht übel nehmen. Außerdem, vielleicht, wenn du das so auf einem Drehbuch liest, denkst du, ah, könnte ein cooler Film werden, dann würdest du so einen Scheiß machen. Ich weiß gar nicht, ob der Film scheiße ist, warum sagt er das? Aber Fock Nebel des Grauens hört sich einfach scheiße an. Na gut, das kann jetzt wieder der scheiß deutsche Titel sein, wie sonst immer. Ich könnte natürlich das Wasser jetzt wieder hinmachen, die Haie sind tot. Obwohl, ich habe nur einen kleinen und einen großen getötet. Wo ist der Rest? Liegt noch einer rum. Ey, zwei. Einer. Zwei? Zwei. Fehlt auch nur eine. Vielleicht sind die jetzt auch alle erstickt. Ah! Da! Wenn man vom Hai spricht. Er wackelt ein bisschen. Siehst du es, Johannes? Nicht mehr lange. Er versperrt mir den Weg, der Arsch. So, was gibt's jetzt hier? Warum könntest du da auch nicht rein? Guard Room. Gut, dass wir hier auch nochmal hingegangen sind. Ach ja. Hilfe! Was ist Pflanze? Das? Pflanze! Kommt die hierher? Nee. Die kann sich nicht bewegen, das ist eine Pflanze. Aber da laufe ich jetzt nicht weiter. Nicht? Boah. Mann, das ist wie die peitschende Weide, da komme ich nicht lang. Hey, geh doch rechts zum Schrank. War ich doch gerade. Kann man den hier auch machen? Nee. Schieß mal rauf. Geil. Ja, aber was... Ja, mal gucken, wie es noch weitergeht hier. Ja, Guard Room. Ich dachte, wir hätten jetzt diesen Aquaring abgeschossen. Vielleicht heißt das so einfach nur, dass es einem den Weg versperrt, solange bis man die Pflanze getötet hat. Sowas gibt's ja auch auf der Welt. Ist nichts mehr, oder? Guck mal, da unten ist das alles, wo ich eben war. Dann benutzen wir jetzt einfach den Residenzschlüssel und irgendwann denken wir dann, ah, es gibt ja noch die Pflanze in dem Guard Room. Ja, wir benutzen den Residenzschlüssel. Das wird super. Hä? Da, hier ist weg. Hä, wie schlecht. Vielleicht ist er runtergefallen. Ja. Warum ist der weg? Oh Mann. Ja. Und wo ist die Residenztür? Ich dachte, ich bin in der Residenz. Hä, da sind doch ganz viele verschlossene Türen in der Residenz. Ja. So kacke, dass ich auch nicht. Das ist auch so kacke, dass ich nicht nach den Türen suchen kann wegen den scheiß Bienen. Ich schieße jetzt einfach mal die Pistole ab. Ich habe genug anderen Crap. Pistole. Schieße mit der Kanone ab.
Ich hab die goldene Kanone. Die war so geil und dann war sie plötzlich weg. Das war eine Pistole. Wurde bestimmt in den Sandkasten vergraben. So wie unsere seltenen. Die waren voll selten und komische Figuren, die wir einfach mal aus Spaß im Sandkasten vergraben haben und weggegangen. Ja, wir dachten, es geht uns. Ja. Die sind bestimmt voll wertvoll und würden jetzt für Sammler, würden da 1000 Euro für ausgeben. Unbedingt. Ja, ich glaube schon, das ist so, oder? Die waren besonders, so was haben wir nie gesehen. Außer da. So Bioshock hier unten. Aber das ist ein Übel, ist doch nicht schlimm, wenn man nicht redet, weil die Musik macht das alles wieder weg. Ich hatte nur gerade Angst, dass irgendwie ich keinen Speicherplatz mehr habe. Darf man nochmal Angst vor haben? Also der ist jetzt endgültig tot, ne? Dem habe ich eine Granate in den Kopf gesteckt. Oder? Ja. Hier haben wir auch alles durchsucht, oder? Du sollst eher Angst vor den Bienen haben. Ich und Angst vor Bienen? Oh, hier gibt's ein paar mehr Türen. Das sieht mir aus wie eine Residenz. Zum Safety Room. Du musst erstmal alles in die Kiste tun. Oder gibt's nicht, was du in die Kiste tun kannst? Du brauchst doch Platz. Ich hab so gar nicht in neue Räume gehen. Oh, stimmt, das kann ich loswerden und das kann ich loswerden. Oder soll ich lieber das andere Gewehr nehmen und das für den Endgame aufbauen? Ja, wie du willst. Das ist natürlich alles ein bisschen tricky, ne? Oh mein Gott. Du musst jetzt erstmal Bienen töten. Nein. La! Ich weiß. Na! Wohin muss ich überhaupt? Da! Machen schon ihren Kampfschrei da und dann. Habe ich es gerade noch so. Kampfschrei der Bienen. Weißt du, jetzt wäre das im Film so, dass die Bienen so gerade rumzungen, ich mache die Tür zu und dann stecken die da alle so drin. So wie Harry Potter. Mit den Schlüsseln. Ja. Nein! Oh, was hast du denn da? Fast weggeschüttet. Weggeschüttet die. Entschuldigung, ich habe die Kiste weggeschüttet. Jetzt kann er auch noch schräg, der Arsch! Obama! Blaues Kraut. Kennst du dich plötzlich nicht Muss ich aus. Links oder rechts? Das ich glaube rechts, Frage rechts. Des Geistes. Liebe, Harry. Liebe. Yo, yo, yo. Die Lampe flackert. Ist nicht so schön, ne? Wo ist denn da? Holzpassepartout. Warum? Mhm. Den Schlüssel legst du ja auch gleich weg, ne? Wenn du den benutzt. Ach so, ja. Ich dachte, ich soll ihn jetzt weglegen. Nein! Das wäre ja voll sinnlos. Sehr komisch. Los. Das ist ganz schön wenig. Aber es muss reichen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Man kann ja jetzt wirklich gar nicht mehr erwarten, was als nächstes kommt. Wenn hier Haie gibt, dann gibt es bestimmt auch fliegende Harry Potters mit Schweinenasen. Glaube ich jetzt aber nicht. Aber auf jeden Fall mag ich Stellen, wo man auch immer weitermachen kann und nicht irgendwie 10 Jahre festhängt. Lalala. Vor allem für welche Tür benutzen wir den? Gibt's nur eine Möglichkeit? Ja. Ach so. Außer vielleicht ist noch in einer anderen Etage was, aber. Plop, plop, plop. Ich bin vorbeigelaufen. Gut. Ich sag ja, du musst die Bienen töten. Ist das das hier? Yay! Oh. Sehr gut. Haben wir hier vielleicht gerade 10 Zombies dinieren? Denieren? Von einem Leichnam. Wir haben schon mal noch eine Biene, die würde ich jetzt töten, sonst kannst du in diesem Raum nicht. Hä, ich hab sie doch! Ja, die hier braucht mehrere Schüsse. Alter, ist ja alles voll! Verschwendest du hier deine ganze Munition? Wisst ihr, die kann man doch nicht töten, die Wichser. Ja, hast du doch schon mal.
Wurdest du schon mal von so einer Biene angegriffen? Ey. Guck, da liegt sie am Boden. Ich muss die ganze Zeit rumlaufen. Sehr schön. Da liegt schon mal ein neues Magazin. Was ist das hier alles, ey? Ist das ein Webstuhl oder was sehe ich da? Was? Ich habe noch gar nicht, ich habe den Raum noch gar nicht gesehen. Irgendwelche Räder sind da, guck. Das sieht hier aus wie ein Museum. Nee, was ist denn das hier? Das ist wie Dumbledores Büro, ja. So Astro-Dinger. Dumbledores Büro Eingang und was ist das? Hä? Oh nein. Der Verriegelungsmechanismus für die Tür. Verwenden? Mach doch einfach mal ja. Guck, was wir sehen. Damit man schon mal weiß, wie viele Zahlen das sind. Was höre ich hier noch? Hier sind wohl irgendwo noch Bienen. Eine Sammlung diverser alter Reagenzgläser und Gefäße. Laborgeräte, die Sie noch nie zuvor gesehen haben. Könnte hier ein Experiment durchgeführt worden sein? Vielleicht an Bienen? Okay, ich gehe da in den Raum hinter mir. Falls das überhaupt geht, wegen dem Scheiß. Vielleicht geht es nicht. Ja, vielleicht. Code. Ah! Was sagt uns das denn jetzt? Orange, rot, grün. Die Zahlen? Ach so, ja, okay, ja, genau. Orange ist 5. Ah, nee, als erstes kommt das. Das ist. Nee, grün. Das kann man ja, glaube ich. Doch! Guck doch mal. Das ist das. Genau, das ist das rote Auge. Rot und rot ist 3. So. Nee, jetzt kommt das. Das ist müsste orange sein. Nee, grün. Nee, ich hab falsch geguckt. Grün. Ich bin dumm. Ja. Grün ist 6. Alter. Jetzt müsste es aber orange sein. Ja, und orange ist 5. Alter, sind wir gut beim ersten Mal! Ah! Alter, wir sind so geil, ohne nochmal zurückgehen zu müssen. Wir hätten das jetzt im Safety Room und ich bin umsonst zurückgegangen. Oh nein, wie schlimm. Ist es nicht. Aber da liegt schon mal irgendwas Komisches zu mitnehmen. Zu mitnehmen? Sie verstehen nichts von Medizin. Daher brauchen Sie die leere Flasche nicht mitzunehmen. Warum blinkt die dann? Irgendwann braucht man. Da alles voll! Das braucht man irgendwann. Ja. Mehr bringt das hier aber nicht. Ja, dann wissen wir hier. 1 plus. Okay, aufschreiben. Weil was stand davor? An der Wand steht geschrieben. Man muss kurz ein Stück da. Diktieren bitte. 1 plus 3 gleich 4. Ich kann Mathe. Okay, dann als nächstes 4 plus 6 ist 10. Ne? Also falls du das nicht ausrechnen kannst. 1 plus 6 gleich 7. 10 plus 7 gleich 17. 17 plus 3 gleich 20. Guck mal, 4 komm raus, dann ist 4 plus 6, 10 kommt. Nee, gut, kommt nicht hin. Okay, ich dachte schon, weil da hinten passt du viel kurz. Vielleicht 4, 10, 7, 17, 20. Ja, bis jetzt wissen wir ja noch gar nicht, wie viel wir das brauchen. Da können wir später drüber Gedanken machen. Auf jeden Fall bin ich gerade sehr stolz auf uns mit diesem Auge. Ja, ne? Eigentlich, wenn wir uns das nicht aufgeschrieben hätten, hätten wir wieder zurückgehen müssen, muss das einfach. Ah! Wir jetzt her! Da liegt einer. Nein. Die Tür ist verschlossen. Liegt der da echt? Auf dem Türschild steht 3. Alter, alles voll. Ich töte die nicht nochmal. Da liegt Kraut. Sie ist von der anderen Seite blockiert. Blockiert nichts. Was für komisches, verkrüppeltes Kraut da. Ach Gott, jetzt laufe ich wegen den Bienen auf den Wichser hier zu und sterbe. Hä? Das ist doch ein Mensch. Das ist kein Zombie. Alter! Es ist zu gefährlich zum Weitergehen. Was sehe ich denn da? Ich weiß es nicht. Ist das ein Bienenstock? Sieht so aus. Ein riesiger Riesenbienenstock. Wie sollst du, willst du das denn töten? Gar. Feuer. Er hat einen Zettel neben sich. Eine Leiche mit einem schmerzverzerrten Gesicht. Sie hält etwas fest. Insektenspray! So. Bestimmt kann man das nicht verwenden, weil da kein Spray drin ist. Und du musst jetzt mit der Medizin irgendwie Spray machen oder sowas.
Alter, wenn du bei denen jetzt stirbst, musst du die ganzen Haie und so nochmal machen. Halte ich mir die Seite? Nein. Gut. Hä? Aber steht vielleicht auf diesen Medizindinger eine Zahl, ne? Ne. Aber was ist das hier, warte? Das ist nur Deko. Mehr können wir hier nicht machen. Also wir müssen irgendwie diese Waben und die Pflanze. Das ist, es gibt eine Pflanze, die was blockiert, und Bienenwaben, die was blockieren. Hier sind schon wieder Bienen, ne?